Okay, gut. Ach so, ich nehme schon auf. Okay, gut. Ach so, okay. Okay. Scheiße. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin euer Inso. Und Alex ist auch da hinter der Kamera und er wird mir jetzt hier Fragen stellen. Und ich habe Zeit, 30 Sekunden, um diese zu beantworten. Da würde ich sagen, starten wir. Wie bist du auf den Namen Inso 820 gekommen? Ja, mein Cousin hat damals, ich habe mir eine PlayStation 3 damals gekauft und er hat meinen Account gemacht und da hieß ich Insolvenzbefehl. Und weil das so lang war und wir Shooter gespielt haben, haben die Leute angefangen, mich Inso zu nennen. Ah, okay, gut. Okay. Oh, schnell, geil. So voll im Fokus. Was kannst du deinen Zuschauern bieten, was sie sonst auf keinem anderen Kanal erleben? Geistige Behinderung. Ja, also weiß ich nicht, immer das, worauf ich Bock habe, entweder ihr feiert das oder halt nicht. Also ich gebe mein Bestes, damit ihr es nicht mögt. Was erwartest du von YouTube, von der Plattform? YouTube, gib mir euer Geld. Ich will reich und berühmt werden. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Und Autos fahren. Viele. Und monetarisiert meinen Kanal mit wie viel habe ich jetzt? 83 Abonnenten. YouTube, bitte. Warum sollte man gerade dich abonnieren? Ich versuche die Leute zu unterhalten mit irgendwelchen Quatschkram. Und ich, wie gesagt, hoffe, das kommt an. Und ihr mögt das, mein Quatschkram. Was erwartet uns auf deinem Kanal? Blödsinn, Schabernack, geistiger Durchfall. Entweder akzeptierst du mich so, wie ich bin, oder verschwindest aus meinem Leben. Je nachdem, wie die Lage gerade ist bei mir. Was ist dein Ziel auf YouTube? Ich hoffe, dass ich halt viele, viele Leute erreichen kann. Wie gesagt, ich mache ja auch ab und zu mal ein bisschen ernstere Themen. Vielleicht, mein Ziel ist es, na, komm schon, mehr Spaß zu haben auf YouTube. Mehr Abonnenten. Und mehr Kommentare in den Kommentaren. Hä? Was sind sonst außer YouTube deine Hobbys? Arbeiten. Nee, meine Hobbys sind, arbeiten, YouTube, mal ein Schlabbern gehen, also hier ein Trinken. Ja. Ja, mit Freunden, ne? Mal wegfahren, halt so, ne? Was denkst du jetzt gerade über die aktuelle YouTube-Szene? Ja, die aktuelle YouTube-Szene ist, also meiner Meinung nach ist sie von Reaction-Video zu Reaction-Video, Durchfall-Reaction-Videos, irgendwie voll eingefahren. Also es kommt irgendwie nichts mehr Neues, es geht nur noch über Reaction. Das ist halt gerade ein bisschen traurig. Ehre genommen! Vorhaut genommen! Leben genommen! Wenn du groß und erfolgreich sein würdest, mit was würdest du deinen Zuschauern überraschen? Merch, Kleidung, sowas in der Richtung. Was hast du dir darüber schon mal auch Gedanken gemacht? Nein, kein bisschen, weil ich davon ausgehe, dass es eigentlich gar nicht so weit kommen wird. Aber sollte es wirklich der Fall sein? Doch, ja, doch schon. Also ich würde schon Sachen mal auf nass raushauen. Wie oft können wir dich auf YouTube sehen? Einmal in der Woche, zweimal in der Woche, dreimal im Monat? Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich ja nun über YouTube, also ich verdiene ja nun kein Geld über YouTube, muss ich halt ja noch selber arbeiten gehen, ich habe viele Nachtschichten, muss ich halt gucken, wie ich das dann immer so einplane. Also ich versuche jetzt demnächst mal des Öfteren einmal die Woche versuchen mal live zu gehen oder versuche einmal die Woche ein Video hochzuladen, je nachdem, wie es gerade mit der Arbeit so passt. Nice. Wenn du auf einer Bühne stehst mit 3 bis 1000 Leuten und du müsstest sie innerhalb von 30 Sekunden von dir überzeugen, was würdest du diesen Menschen erzählen, sodass sie dich abonnieren? Hier hast du dich. Das ist scheiße. Überzeugen! Habe ich auch Waffen? Nein. Nein? Nein. Das ist schon eine Überzeugung.
will sie einfach voll sammeln. So. Zu spät. Was? Echt? Ich wollte dich einfach aus der Reserve locken. Letzte Frage. Was denkst du über dieses Video? Ich werde hier unter Druck gesetzt über Fragen. Nein, es ist lustig, das Video. Werden bestimmt noch mal viel mehr kommen. Also wenn Alex nicht da ist. Niemals. Und mir solche komischen Fragen stellt. Wann kriegst du das fertig? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so wie mir jetzt hier gerade. Und ich würde sagen, bis bald. Haut rein.